Das wird böse. Ich habe einen Medi-Michi am Start. Kommentierst fast jedes Video. Ich freue mich auch auf jeden, den ich von euch hier noch treffe. Wie ist die Stimmung? Extrem gut. Durch, aber geil. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video. Wir befinden uns heute nicht zu Hause, denn wir sind in Köln. Es geht ab auf die FIBO und hier auf der FIBO werden wir heute den einen oder anderen Star besuchen, beziehungsweise wir werden wahrscheinlich ein paar Jungs sehen, ein paar Mädels sehen, die heute sehr gut in Form sind, denn wo gibt es mehr muskulöse Menschen als auf der FIBO? Heute haben wir uns ein bisschen getroffen, privat mit ein paar Leuten von Evo. Wir haben André mit hier dabei, wir haben Patrick mit dabei, da hinten. Und heute ganz starkes Kontrastprogramm. Ja. In dem Zuge ich in kurzer Hose, ja, André auf Diät in Winterjacke. Vielleicht kriege ich einen André ja heute noch mal zum kleinen Posing-Vergleich. Ja. Lass mich mal ein bisschen fett aussehen. Ja. Gehen wir aber erstmal zum André und fragen den mal, wie es ihm nach seinem ersten Wettkampf geht und was er noch so zu tun hat, beziehungsweise welche Wettkämpfe er noch angestrebt hat. Ich muss dich was fragen, nachdem ich einen Ellbogen kassiert habe. Wie war es nach deinem ersten Wettkampf so lange später auf der Bühne? Ich habe dich vorher noch gesehen, hatten kurz vorher noch mal geredet, habe danach aber nicht mehr die Möglichkeit gehabt. Ja. Wie war es so das erste Mal noch mal auf der Bühne? War geil. War geil? Ja, war geil. Und was steht noch an? Boah, steht noch alles an. Ne? Also wir haben ja im Podcast ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Erstmal Niederlande, Frey Classic danach eine Woche. Dann die WM auf jeden Fall in Manchester und dann Natural Stars oder so in Budapest, glaube ich, und die 8. Powerfit und dann ist Sommerpause. Ja. Also André macht auf jeden Fall auch so eine Kamikaze-Season wie ich. Ja. Wird auf jeden Fall gut, Form ist stabil gewesen, auf der GmbF schon, jetzt sieht es im Gesicht tatsächlich noch mal dünner aus. Ich bin 1,5 Kilo leichter als Lowest Way in zur GmbF, also das wird böse. Ich bin maximal flach, aber... Das ist egal, solange du Pulli an hast, sieht man den Unterschied eh nicht. Glut kickt. Easy, Bro. Alright, wir sind jetzt in der FIBO, beziehungsweise bei der FIBO. Halle 10.1 ist das, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob man sieht, aber ich bin zu klein. Es ist sehr viel los. Es ist richtig viel los. Wir kommen kaum voran. Hier ist heute auch noch ein NPC-Wettkampf. Der Tobi T wird heute auf der Bühne stehen in der Classic-Physik-Klasse. Ich schau mal, ob wir den auch noch finden. Wäre sehr, sehr cool, wenn ich das Ganze noch mal live sehen könnte, weil die Entwicklung habe ich so über die letzten Jahre ziemlich intensiv mitverfolgt und bin gespannt, was der heute für ein Paket bringt. Aber ja, erstmal muss man hier irgendwie durchkommen und dann hoffen, dass die Klasse noch nicht vorbei ist, weil wir sind schon ziemlich spät dran. Also Freunde, hier auf der FIBO ist ja auch irgendwo geil. Ne? Auch wenn so viel los ist, man trifft einfach super viele Leute, die man irgendwo kennt aus dem Social Media, ja, die immer wieder kommentieren. Hier beispielsweise, ich habe einen Medi-Michi am Start. So, kommentierst fast jedes Video, du schaust jedes Video, glaube ich. Ja, kann man so sagen. Ja, ist einfach sehr, sehr geil. Also vielen, vielen Dank an den Support. Ich freue mich auch auf jeden, den ich von euch hier noch treffe. Ja, ist immer sehr, sehr cool, die Gesichter auch mal hinter dem Namen kennenzulernen. Also viel Spaß, Leute. Ich hoffe, ich sehe noch den einen oder anderen von euch. Wir haben es endlich geschafft. Und zwar sind wir eben erstmal an die falsche Halle gelaufen, an die Power Stage. Das war oben. Jetzt sind wir unten hier in so einem Bunker. Super dunkel. Aber richtig geil für einen Wettkampf, sage ich euch, weil wenn das Licht hinten quasi aus ist und nur die Bühne beleuchtet ist, kommt das Bühnenbild meistens deutlich besser zur Geltung und auch die Form besser zur Geltung. Also ist schon sehr, sehr geil hier. Bisschen blöd mit ein paar Säulen, aber wir haben uns einen guten Platz ergattert und jetzt schauen wir mal, was der Tobi hier macht. Ich würde ihm ja die Pro-Card gönnen, ne? Also mal gucken, aber erstmal Klasse gewinnen, ne? Leute, wir haben uns den Wettkampf angeschaut. Leider wurde Tobi nur Zweiter in der Classic, ich glaube D war das, also in der größten Classic-Physikklasse. Um noch mal so zwei Worte zu sagen, so, ich habe leider das Pre-Judging nicht gesehen. Ich schien mir auch so, als ob das im Finale natürlich auch schon direkt entschieden war. Stand auf jeden Fall anscheinend vorher im Center, zusammen mit dem anderen, der die Klasse gewonnen hat. Persönlich muss ich sagen, so, dass ich den Tobi eigentlich als einen
sehr, sehr guten Classic-Physikathleten sehe und auch das Gefühl hatte persönlich jetzt von dem, was ich noch sehen konnte, dass er eigentlich besser in die Klasse gepasst hätte, also dass er die Klasse einfach besser verkörpert. Ich finde es nämlich immer ein bisschen problematisch, wenn man quasi die Classic-Physik auch so judged nach Muskelmasse und Härte, dass nämlich eher einfach Bodybuilding ist. Und wenn jemand die Klasse halt eben gut verkörpert, ein gutes Conditioning mitbringt, dann finde ich, sollte derjenige auch besser gewertet werden. Das ist vielleicht auch ein bisschen subjektiv meine Meinung, aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Paket. Ich wünsche dem noch viel Glück, auf jeden Fall auf dem weiteren Weg. Ja, ich habe ihn leider eben nicht mehr getroffen. Dementsprechend Gesamtsieger auch für mich ja, eine kleine Überraschung gewesen, als ich das gesehen habe. Aber wir hatten auch einen echt blöden Platz, muss man auch sagen, so ein bisschen außen. Deswegen kann schon alles klar so gehen, will auch gar nicht hier judgen. Ein bisschen schade, dass Tobi es nicht gemacht hat. Ich hätte es ihm wirklich sehr gegönnt. Aber ich denke, in dieser Saison kann das auf jeden Fall noch was werden. Dementsprechend schauen wir mal, was da noch so auf uns zukommt. So, Freunde, wir haben es jetzt geschafft, hier hinter dieses Gerüst, ne? Diesen Genie. Das ist ein Genie. Haben uns ein bisschen versteckt hier, weil es ist doch schon ziemlich viel los, was auch geil ist, ja, aber man kommt weder zur Toilette, man kriegt nichts zu essen und es ist halt auch schon irgendwann echt anstrengend. Dementsprechend habe ich mich jetzt hier gerade verdrückt, gerade mal einen Flammlachs gegessen. Paddy, geht's noch besser heute, habe ich gehört. So, du kamst satte und schreibe 5 Meter. Ja, ja, ich glaube, ich muss hier ins Mikrofon sprechen. Also, wir haben es einmal um den Range dann rumgeschafft und dann sind wir wieder nach draußen gegangen, innerhalb von 5 Stunden. Ja. Aber war gut. Also, ist aber echt auch cool, dass so viel los ist, muss ich auch sagen. So, also ich hätte nicht gedacht, dass die Fibo nochmal so wächst, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gerade am Start. Mal gucken, was jetzt noch geht. Ich glaube, wir essen jetzt noch was, weil ich muss noch was essen auf jeden Fall, sonst sterbe ich hier gleich. Dann geht's nochmal einmal ins Getümmel und dann ist die Fibo auch schon wieder rum. Also ging tatsächlich auch sehr, sehr schnell. Ja, mal gucken, wen man von euch noch trifft. Freue mich auf jeden Fall über jeden Besuch von euch. Ja, und ansonsten, wenn ihr mich hier nicht getroffen habt, checkt auf jeden Fall die Evo Classic ab. Dort wird es nochmal ein Meet and Greet geben mit dem jungen Herrn hier. Mit mir und mit dem ganzen Team Evo. Also checkt das Ganze unbedingt ab. Und jetzt geht's erstmal noch was essen, meine Freunde. Wir haben es geschafft. 900.000 Bilder später. Wie ist die Stimmung? Ja, gut. Ja. Extrem gut. Durch, aber geil. Ist einfach gut durch, aber geil. Ja, wir wollten eben noch in die L'Osteria ein Abschlussessen haben. Weil, was hast du gegessen heute? Puls hat mir irgendein Bacon-Burger, irgendwas Bombe geholt. Und davor habe ich ein Porridge morgens um 3 Uhr gegessen und ein paar Reiswaffeln. Bei mir war es eine Apfel-Banane, 2 Brötchen und ein Wrap für 15 Euro, Alter. Über den fuck ich mich immer noch ab. Der einfach so groß war wie so ein Mac-Wrap aus dem Mac. Ich war so intelligent und habe Puls bezahlen lassen. Ja. Jetzt gibt es erstmal 2 Subs, ja. Und dann geht's ab heim und ich hoffe, euch hat das Video bis dahin gut gefallen. Mal schauen, was ich mir jetzt noch installiere. Bin auf jeden Fall auch gut im Arsch, aber es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht, euch heute zu treffen. Ja, jeder, der mit mir ein Bild gemacht hat, darf mich auch sehr, sehr gerne verlinken und das auch nachträglich noch posten. Ja, freue ich mich auf jeden Fall. Dann weiß ich auch, zu wem die Bilder gehören, die Gesichter gehören, zu welchem Namen. Und jetzt geht's erstmal in Kleinigkeit essen. Jetzt gibt es nochmal einen leckeren Sub. Ich habe mich dazu entschieden, 1,5 zu nehmen. Und zwar einmal hier wunderbar mit Philly Beef. Alter, der fällt komplett auseinander. Das ist aber geil, ne? Aber Philly Beef ist Killer, ja. Ihr wisst Bescheid, Sweet Onion Soße als Belohnung heute. Und ansonsten, ja, war es ein geiler, geiler Tag, ja. Sehr, sehr anstrengend. Wir haben viel, auf jeden Fall, viele Leute getroffen, viele Bilder gemacht. Aber es hat mich richtig gefreut, euch alle kennenzulernen, zu treffen, persönlich zu treffen. Und jetzt würde ich sagen, lass es mich schmecken, danach fahren wir nochmal 2 Stunden heim und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder aus dem Training für euch. Ja. Dementsprechend liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein gerne kleines Kommentar da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für die Benachrichtigungen zu aktivieren. Bis dahin, peace out. Oh, stabilte Code EUIS. KBK. KBK. KBK.